Servus bei Teil 3 Rhombusschallung. Es hat lange gedauert. Warum hat es lange gedauert? Weil die Schrauben nicht lieferbar waren. Und ich wollte ja bestimmte Schrauben, denn es muss ja schön sein. Licht haben wir keines. Wir haben die Stromrechnung zwar bezahlt, aber trotzdem, Licht kostet unnötiges Geld und wir sparen... Nein, Scherz natürlich. Wir sehen den Laser nicht ohne Licht. Jetzt ist es so bei dieser Rhombusschallung. Die Unterkonstruktion wurde eingeteilt. Hier sieht man das jetzt ganz genau, dass hier links und rechts noch Fleisch ist, dann kann das nicht ausreißen. Ist herinnen relativ uninteressant, im Freien natürlich sehr interessant, denn wenn im Freien so knapp geschraubt würde werden, dann würde das reißen mit der Witterung. Ein bisschen genauer hätte ich messen können, hier ist es mehr, aber das ist egal, das ist ein Anfängerfehler. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese zu setzen. Entweder man setzt die 4 Meter durch, schneidet im Nachhinein mit der Tauchsäge einen geraden Schnitt und dann setzt man die nächsten 4 Meter, wenn es eine längere Wand ist. Ich habe mich dazu entschieden für quasi 2 Meter und 4 Meter. 6 Meter ist die Länge. Es gefällt mir sehr gut. Ganz gut ist es, die Teile habe ich zuvor alle mit der Kreissäge genau auf die Länge geschnitten. 3 mm Luft überall gerechnet und ich fange immer von dieser Wand an zu legen. Hier lege ich 3 mm bei, zack. Und da drüben ist es mir egal, wie die Luft ausgeht, da kommt sowieso eine Leiste später hin. Also das war die Einteilung. Es war quasi 4-5 Stunden Arbeit, das Ganze zu richten, mit Bohren, Schneiden und alles herlegen, wo es richtig gehört. Denn die linke Seite sind andere Teile wie auf der rechten Seite. Ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt werde ich euch zeigen, wie ich so ein Rhombus-Teil hier anschraube. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt sehen bei diesen Sparmaßnahmen, die hier stattfinden. Ich nehme mir so ein Teil von dieser Rhombusschallung und dann nehme ich den Zentimeter Luft, das es hier überall hat. Dann suche ich mir einen Balken, lege das her, das genau drauf, mache mir hier einen Strich. Jetzt weiß ich, ich muss mit dem Laser genau auf diesen Strich hin. Im Freien ist es natürlich so, da würde es mit dem Laser gar nicht gehen. Hier herinnen kann ich ans Fenster eine Decke geben und so weit verdunkeln, dass ich den Laser gut sehe. Im Freien muss man das mit einem Nivellierer machen, muss sich alles aufpunktieren bis ganz oben und dann mit der Farbschnur lauter Schnalzer machen und dann mit der Farbschnur arbeiten. Im Innenbereich, wo wir so arbeiten können, ist das natürlich um einiges leichter. Vielleicht gibt es da irgendwelche Supersysteme, wo das noch einfacher geht zu montieren. Aber wie gesagt, davon weiß ich nichts. Ich weiß nur immer das, was ich mir selber irgendwie zusammenreime oder wenn ich andere Leute frage, die sowas schon öfters gemacht haben. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das fällt mir jetzt gar nicht ein. Jetzt habe ich so viel gesprochen, wird mir sicher einfallen. Auf jeden Fall stelle ich jetzt den Laser ein, auf den Strich, den ich gemacht habe. Und den Strich sehe ich jetzt nicht mehr. Ah, hier ist er. Stelle ich mir den Laser genau ein. Passt. Das, mir ist das schon mit eingefallen. Also man kann jetzt theoretisch immer ein paar Klumpen auch hineingeben, nur eine Reihe in die Waage setzen und dann mit einem Backel arbeiten. Das geht aber nicht, denn die sind zwar mit einer Vierkant-Hobelmaschine, nehme ich an, gehobelt und diese Phase angefräst, also diese Schräge, aber sie variieren um 1-2 mm. Durch die allgemeine Holzarbeitung, durch die Spannungen sind sie verbogen. Und selbst auch noch vom Hobel her anscheinend sind da irgendwelche Differenzen. Und wenn man jetzt immer Backel beilegt, ist man sicher nach einem Meter schon um 5 mm schief oder noch mehr. Also man kann auch jetzt sagen, man schnalzt sich nur jede vierte Reihe zum Beispiel. Würde auch gehen. So, jetzt montieren wir. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt wird da mal was gearbeitet, auch denn vom Reden drauf. Hier habe ich auch eine Phase angeschliffen, meine kleine, damit dieser Stoß irgendwie schön aussieht. Und die Löcher sind alle vorgebohrt. Hier kann ich mir die Schrauben schon vorstecken. Das sind Niroster-Schrauben, die eigentlich für den Außenbereich wären. Hier herinnen hätte ich eigentlich billigere Schrauben kaufen können. Aber falls ein Hurrikan kommt und das Dach wird weggerissen, dann kann ich sagen, kein Problem, ich habe hier Niroster-Schrauben genommen und es wird nichts rosten. So, hier nehme ich mir das 3 mm Backel. Halte mir das hier an die Wand an
Ich gehe jetzt so runter, dass ich mit dem Laser oben, dass ich das gerade kratze. Hier beim zweiten auch so. Und dann halte ich das fest. Oh, jetzt bin ich verrutscht. So, jetzt schraube ich das eine an. Mit diesen Schrauben müsste man nicht vorbauen, aber es erleichtert die Arbeit schon deutlich. Und jetzt stelle ich mir das da drüben ein. So, das kann man dann über die Hebelwirkung quasi ganz leicht. So. Oh, abgerutscht. Nein, das ist der Vorführeffekt von der Kamera. So. Wenn ich etwas schlanker wäre oder hier mehr Beweglichkeit, könnte ich um den Laser, kennt ihr den Film Matrix? Dieser Schauspieler wäre der ideale Mann, der würde sich um den Laser biegen. Ich bringe das nicht zusammen. So, und jetzt kommt dieses Plattel hier rein und dann kommt die nächste Latte und so geht es dahin. Ich muss jetzt aufhören, denn ich glaube, das Video dauert schon so lange und ich habe manchmal Angst, dass ich YouTube komplett überfülle und dann, ja. Auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bitte vergesst nicht, die Videos oder den Kanal zu abonnieren und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann irgendeinen anderen YouTuber Daumen runter geben, aber nicht bei mir, das ist ja, aber bei anderen auch nicht. Lassen wir das Daumen runter einfach weg. Danke, tschüss.